Hallo und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 20, liebes Let's Play-Universum, liebe Leute groß und klein, zu einem kleinen Schmankerl, würde ich mal sagen. Es sind nur noch 4 Tage bis Weihnachten und da muss ich auch mal ein bisschen was auspacken, ne? Da geht nicht nur hier und da mal ein bisschen was, nein. Wir sind heute hier bei Chroma Squad. Und zwar, wenn man das hier so sehen kann, steht dahinter nur ganz klein, inspired by Sabans Power Rangers. Was das genau heißt, lasst uns einfach mal einen Blick drauf werfen. So, du willst dein Können unter Beweis stellen. Achso, bla bla. Wie spielen wir denn heroisch? Dich interessiert vor allem die Handlung. Du möchtest Objekte und Studioverbesserungen nach Geschmack statt Werten auswählen. Oh, interessant. Du spielst gern RPGs, aber möchtest nicht zu viel nachdenken oder Folgen wiederholen. Folgen wiederholen? Achso. Oh. Du möchtest dein taktisches Können sowie deine Entscheidungen... Du hast keine Angst, auch mal bei einer Folge zu versagen. Nehmen wir mal interessant. Es war einmal in einem ganz normalen Fernsehstudio. Oh, ich liebe Pixelgrafik. Ja. Entschuldigung. Alle Super Ranger Stunt-Leute auf Set! Hopp, hopp! Go, go, Power Ranger. Ding, 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 ding. Und wo sind die Schergen? Mensch, Leute, hau mal rein hier. Oh. Aber wo ist denn der jetzt aufgetaucht hier? Hussa. Na also, alles bereit für diese Szene. Effekte kommen später. Irgendwie fehlt hier die Handlung, oder? Ja, aber Dr. Seif legt keinen Wert darauf. Das wird langsam öde. Ich bin es leid. Redet nicht während der Aufnahmen! Kämpft, oder muss ich erst sagen, dass ihr euch durch Klicken bewegt oder Monster zum Angriff auswählt? Das war mir irgendwie schon klar. Besiege 3 Feinde. Squad's Turn! Hua! So, wo kommt der hin? Na, guck mal, das ist zum Beispiel nur der Einzige, der da hinkommt. So, der kommt auf jeden Fall. Dann können wir den schon mal fertig machen hier. Ah ja, okay. Alle kommen so zum Ersten. Nehmen wir aber den mal, der läuft irgendwie am weitesten. Einfacher Scherge. Was? Wie? Das war's schon. Ach, der... Ach, hä? Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das geht. Oh. Ja, das ist, wenn man ein neues Spiel spielt. Ja, komm, jetzt gehen wir mit dem mal Rückendeckung. So, du machst mal fertig hier. Mach Ende. Oder so, geht auch. Enemy's Turn. Boah. Autsch. Squad's Turn. So, dann wollen wir doch mal. Gut. So. Sondertheater. Immer schön von hinten angreifen. Und los. Besiegt. Das wird eine der besten Folgen in dieser Staffel. Psst. Das sagt er immer, solange wir die Monster mühelos besiegen. Das habe ich gehört.
Jetzt will ich Akrobatik sehen. Die Explosionen fügen wir später hinzu. Was für... Lass mich ausreden! Puh. Benutzt das Teamwork-Manöver, um Leute zu werfen, sodass sie sich weiter bewegen können. Falls ihr es noch nicht gerallt habt, nehmt Teamwork und klickt dann auf ein gelbes Feld. Auf Position! Okay, bereit. 1, 2, 3, 4. Wir auch. Anweisung der führe 2 Teamwork-Akrobatik-Manöver aus. Oh. Ach so. Hua! Und jetzt, komm her! Ich komme da nicht hin. Teamwork! Alles klar, Baby. Ja, komm, geh einfach mal dahin, ist jetzt auch egal. Na komm, geh mal zurück hier. Yeah. Wuhu! Oh, Quatsch. Oh. Ich war unvorsichtig. Alter Finne, ey, wie weit kann der mal löppen? Der Gelbe ist ja unglaublich. Ja, das bringt dem mal so gar nichts. Na, erst der mal hier. So, komm. Teamwork. Verfüg was. Und hua! Oh, hua! So. Ja gut, das bringt jetzt nicht viel, wenn der Teamwork einsetzt. Komm, wir machen den so platt, ist ja egal. Zack, zack, boom. Jawohl. Super. Cut! Noch eine perfekte Szene. Seid dankbar für meine Regieanweisungen. Oh Mann. Jetzt noch ein bisschen mehr Teamwork. Ihr wisst, wie es geht. Greift einen Schergen an, wenn daneben jemand Teamwork benutzt. Was? Tut mir nicht weh, Leute. Teamwork. Doppelangriff! Ah, okay. Teamwork! Ja, das war ja wohl mehr als einfach. Gut, weiter so. Ich liebe es. Jetzt macht Platz, damit der Boss aus Set teleportiert werden kann. Wo ist das Mädel in dem Monsterkostüm? Jetzt macht es folgendermaßen. Platziert 4 von euch mit Teamwork neben dem Monster. Und greift es dann an. Die anderen kommen und helfen euch. Das nennen wir einen Schlussmove. Warum erklärt er das alles? Das haben wir doch schon 1000 Mal gemacht. Na ja, kommandiert Leute einfach hier rum. Das Monster explodiert, wenn ihr den Schlussmove ausführt. Ihr 5 solltet es zusammen machen. Sollten wir vor dem Schlussmove nicht mit dem Monster kämpfen? Das geht den Fans sonst zu schnell. Eure Meinung interessiert mich nicht. Ja, ist ja gut, mein Gott. Finish it! Teamwork! Und Teamwork! 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 Oh, was krass. Chroma Power! Oh, geil. Okay.
Ihr seid so stark. Hervorragend. Jetzt das Großfinale. Explosion des Monsters. Nein! Ja, voll geil. Das ist lächerlich und nicht mal ein Mecha-Kampf. Hä? Die Schauspieler sitzen voll rum. Wir Stunt-Leute machen die meisten Aufnahmen. Und das ist lächerlich. Immer drehen wir im Studio. Wir sollten mal zu anderen Drehorten gehen. Kommt schon, so schlecht ist die Serie nicht. Ich höre zu. Warum haben wir nicht unser eigenes Studio? Oh, das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei. Was? Ihr verlasst Super Rangers? Ich auch. Packen wir's an. Viel Spaß mit diesem Studio, wo nichts Spaß macht, Dr. Seif. Bye bye, Dr. Seif. Und sei nicht so gemein zu deinen Angestellten. Du, go, go, Power Ranger. Du, da, da, da. Lasst wenigstens die Anzüge hier! Nö. Kurz darauf trafen sich die Stuntleute noch in den Spandex-Anzügen? Okay. Ihres alten Studios. Sie sprachen, wie sie ein Studio eröffnen und ihre erste Folge filmen könnten. Nach ein paar Minuten hatten sie eine Idee. Mein Onkel hat hier in der Nähe ein Lagerhaus. Das könnten wir nehmen. Das könnte ein Anfang sein. Genau. Das, was wir brauchen. Gehen wir gleich hin. Toys. Yay. Dup, dup, dup. Wo ist denn der Blaue? War der schon vorgerannt? Beim Lagerhaus angekommen, waren sie begeistert von seiner Größe. Mit diesem Platz konnten sie eine Menge anfangen. Sie sahen sich um und dachten über Kamerapositionen nach. Als jemand etwas entdeckte. Eine große Säule mitten im Lagerhaus, die mit einer schmutzigen Plane abgedeckt war. Keiner wusste, was darunter war. Wo sind diese Stuntleute? Oh, da sind sie. Sie wollen meine Spendax-Anzüge zurückgeben. Sie sollen meine Spendax-Anzüge zurückgeben. Aber was ist das? Ich sehe mal zu. Ach, der war gar nicht so laut wie ich. Dann packte jemanden die Neugier und die Plane wurde weggezogen. Toll, eine perfekte Replik eines Geräts aus einer amerikanischen TV-Serie. Jemand steckte das Netzkabel ein und die Maschine ließ eine Willkommensnachricht hören. Hallo, mein Name ist Cerebro. Kneckebrot, egal. Dies ist eine Beispielnachricht. Tippe Text ein, dann gib meine Sprachausgabe ihn wieder. Ihre Augen leuchteten. Wow. Sollen Sie die Klamotten behalten? Ich will jetzt etwas anderes von Ihnen. Ich werde einen Plan schmieden. Bis später. Wir haben nur einen Ort für unsere Filmaufnahmen gesucht. Aber jetzt haben wir dieses Cerebro-Ding für unsere Serie. Super! Ja! Bitte deinen Onkel auch darum, unsere zukünftigen Fans werden uns lieben. Geht klar. Da war doch was. Hier, da. Da ist irgendwas. Er leiht uns bestimmt gern alles, was wir brauchen. Hurra! Holt eure Requisiten von zu Hause und bringt sie morgen hierher. Ja, yeah, Mann. Wir haben viel zu tun. Anstatt das Ding jetzt wieder auszuschalten. Na, ist egal. Und so schlug die Gruppe von Freunden einen neuen Weg ein. Am Abend brachten sie ihrem alten Chef die Anzüge zurück. Und ein paar Wochen später steht ein Vertragsabschluss an.
Endlich ist alles bereit für die Dreharbeiten. Neuer Vertrag. 1000 Klingeling. Bedingungen. Drehe nach 4 anderen Folgen das Staffelfinale. Okay. Vertrag wird gekündigt, falls Anzahl der Fans niedriger als 0. Das geht doch gar nicht. Mighty Inc. Ja, wir nehmen jetzt nicht Mighty Inc., wir nehmen jetzt Christmas Corp. Denn ist ja eine Episode in der Adventszeit. Haha! Ach cool, guck mal. So, sie ist auf jeden Fall ein Ingrid Johansson. Jay Blues, Dudley, Mao Shinmei. Ist das jetzt auch ein Mädchen? Oder ist sie ein Mädchen? Mei. Ne, Mei, ne? Naja, das. Gottes Willen. Wind. Wind, Lee. Achso, Jet, Flashy. Flashy. Scar. Wind. Wind. Ach, wir können die jetzt alle. Oh Gott. Was war das denn? Beefs. Ein Hund. Nee, das ist ein Biber. Michael Florian. Oh Gott. Ein Anführer und Problemlöser. Kickstarter. Baker. Oder Backer. Dann haben wir hier. Eventay. Was ist das denn für einer? Meine Güte, was sind alles für Leute hier? Kryotechnik, oh Gott. So, aber Wesley Snipes, nein. Gibt's hier noch irgendwie eine Frau? Ein Alien, also Quatsch. Er kommt aus dem Weltall. Ja. Fun, Andy, Antitonic. Ashley Smith. Ashley. Sie akzeptiert kein Nein. Toll. Herr Bieber. Hat eine Leidenschaft für... Was ist denn ein Blödsinn? Even Tay, Gus, Blues... Ach komm, nehmen wir die jetzt und fertig. Aber wieso ist... Ja, lass mal gelb hier. Ja, der gefällt mir noch nicht so. Der Anführer, der muss schon ein bisschen... Micha. Mann, Mann. Ja, komm, nehmen wir den jetzt auch. Anführer. Gewinnt Fähigkeit bei Verwendung aller Fähigkeiten einmal pro Runde. Helfer, Kämpfer. Ja, wenn er minus 15 Angriff hat, dann kann er nicht plus Angriff, 30% Angriff haben. Also ein Kämpfer braucht mehr. Was? Gegen Angriff oder was? Die Horn von Fans überlebt hat. Klasse. Allein jetzt schon ist das echt schwer. Was? Ja. Plus 30 Angriff. Ja komm, nehmen wir den. Der ist ja schon mal geil. Even Tay. Oder wen haben wir noch? Teamangriffsschaden.
Ja, komm, passt. Nehmen wir den. Du kannst es... Ja, okay, gut zu wissen. Wenn ich das mal wirklich als Reihe mache, dann wird das schon... als Let's Play-Reihe mache, dann wird das schon... Ja... Gut zu wissen sein. Was? Gepolsterter Anzug, bequemer Anzug. Wir haben 1000, ja? Wanderstiefel. Gut. Komm ich zurück, da. Studio, wo mach ich denn... Ja, komm. Haben die denn ihre... Oh, Post. Requisiten, bla. Bla von Hermes Barreto, bla bla bla. Hallihallo, wie geht's euch? Ich heiße Hermes Barreto und bin professioneller Hersteller von Requisiten für Film und für Fernsehen. Einige meiner Produkte bieten sogar spezielle Boni. Besucht unbedingt meinen Shop. Viel Spaß. Bla 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 bla. Okay, gut. Haben wir ja gemacht. Oh, ja, Shop, da waren wir ja eben, ne? Ach, guck mal hier. Oh, so ein Quatsch. Hatte nicht jemand, Ja, kriegt er das noch? Kann ich die nicht irgendwo ausrüsten? Da, ausrüsten. So. Weißt du, das wäre geil gewesen, wenn man die sofort wie es ausrüsten könnte. Was? Nein. So, hier. Rolle, billige Handschuhe verleihen große Boni beim Geschirrspülen. Ja, sehr geil. Jungs. Super. So. Nein. Die. So. Und der kriegt jetzt noch seine Waffe. Kämpfer. Fähigkeiten und Werte. Naja, gut. Alles klar. Zurück. So. Ja, das war's ja dann erstmal, ne? Was gibt's hier oben links? Ah, okay, nur die Einstellungen. Zurück zum Spiel. So, dann wollen wir mal... Erste Folge, die Pilotfolge für deine eigene Serie. Heute kümmert sich Christmas Corp um eine neue Bedrohung, die in der Nähe eines Labors erschienen ist. Ich dachte, Christmas Corp heißt meine Firma und nicht mein Squad, beziehungsweise mein, wie heißt es? Nicht meine Serie selber, oder beziehungsweise nicht die Einheit, die in der Serie spielt. Das finde ich wiederum doof, aber er wusste ja vorher nicht, sonst hätte ich die anders genannt. Ne, sonst wäre das jetzt hier. Heute kümmern sich die Power Rangers um eine neue Bedrohung. So, ne? Weiß ich nicht, dann muss ja der Name der Serie oder der Name der Leute sein, die da. Naja, ist egal. Anweisungen der Regie, Teil 1 von 2. Führe 3 Team-Akrobatik-Manöver aus. Halte alle Helden über 50% Gesundheit. Und das andere, besiege den Boss mit einem Schlussmove. Entschuldigung. Besiege alle Schergen, bevor du den Boss angreifst. Ja gut, das kriege ich hin. Staffel 01, Folge 01. Also wenn man will, kann das eigentlich ja ans Unendliche gehen. Was ist das denn für Tüfte, das ist geil. Du, der hüpft die ganze Zeit auf einem Bein. Oh, was, egal. Wow, unsere erste Folge, das wird super. Wie wäre es, wenn es in der ersten Folge um ein paar Monster geht, die ein Labor ausrauben? Und dann verprügel ich sie alle. Ja super, aber warte mal. Wir brauchen einen Erzähler. Warte noch mit der Action. Es war einmal eine Gruppe von Helden. Was meinst du, Jet? So fängt doch jede gute Geschichte an. Nicht schlecht, aber falsch geschrieben, oder? Es war mal...
Ach, der Typ, der uns die Erzählersoftware verkauft hat, meinte, sie hat ein paar Eigenheiten. Wir sollten es einfach so lassen. Diese mächtigen Teenager sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Ihre erste Aufgabe besteht darin, ein Labor vor einem bösen Monster zu beschützen. Sind die Schergen nicht etwas spät dran? Wo sind sie hin, Wind? Weiß nicht, Jet. Sie sollten sich beeilen. Was meinst du, Scar? Bestimmt ziehen sie sich gerade an. Keine Sorge. Lass uns einfach Spaß haben. Ah, da sind sie ja. Da müssen wir nachher noch viel schneiden. Simon, Action. Simon, Action! Lauter Lärm. Hi Leute! Bereit für die Action! Führer, okay. Der Schwatte ist so geil. Was ist das denn? Der kommt noch nicht mal so weit. Was für ein Eimer. Ne. Hussa! Nerf bitte! Oh. Neues Objekt, Klebeband, geil. Oh. Squadster. Teamwork. Komm, der macht auch mal Teamwork, der... Zeit für Teamwork. Wer ist das denn jetzt? Ne, der rote oder die blaue? Ne, die Lila, ne? So, dann los. War die mal da zu dritt? Nein! Na, ist ja egal. Was? Chromatisieren mit. Ne. Und. Oh, pff. Enemy's turn. Nicht mit mir. Nope. So, jetzt ist sie schon unter 30%. Chromatisieren bereit. Was? Lichtkamera chromatisieren. Sieht ja doch schon ein bisschen lustig aus. Huja! Betäubende Pose. Was? Betäubt angrenzende Schergen und macht angrenzende Bosse benommen. Machen wir das mal. Betäubende Pose. Und nochmal Teamwork. Der kann ihn so weit werfen? Nee. Ist aber geil. Doppelangriff. Enemy's turn. Squad's turn. So. Dann wollen wir doch mal. Was ist das? Achso. Na dann. So, habe ich ja erledigt, ne? Nach dem Sieg über die Aliens überlegten die Helden, was als nächstes zu tun sei.
als eine fiese Gestalt erschien. Was? Starker Auftritt, Ampelmagus. Das wird super. Weiter so. Natürlich. Erst waren die ganzen Gegner irgendwelche Mutanten-Eichhörnchen und jetzt sowas. Alter. Weiter so, ja. Chromasquad, warum stört ihr unseren Besuch im Labor? Das werdet ihr büßen, aber nicht jetzt. Euch hole ich mir später. Was hast du in dem Labor gemacht? Geht euch nichts an. Wow. Wer war der Typ mit der Ampel? Und wo ist er hin? Warte mal, Fury. Schauspielerst du oder hast du den Faden verloren? Oh Mann. Wind, ich schauspielere. Weiter im Text. Okay, ich weiß nicht. Fury, ich kann ihn mit meinem Scanner nicht verfolgen. Das Monster kann jederzeit wieder zuschlagen. Vielleicht weiß Cerebro etwas. Du hast recht, Scar. Gehen wir zu Cerebro. Chromasquad gehen zu Cerebros Gemach. Gemach. Sie kommen mit einem glorreichen Teleporteffekt an. Voll glorreich. Wow, Simon hätte nie gedacht, dass du den Hintergrund mit dem Greenscreen so toll hinkriegst. Ich auch nicht. Ist besser als der, den ich erstellt habe. Umso besser für uns, was? Nachdem sie Cerebro die Lage erklärt haben. Warum sind sie so scharf auf diese Forschungsergebnisse, Cerebro? Sie hoffen mit ihrer Hilfe, das Zeitreisen zu erlernen. Eine solche Macht sollte niemand besitzen. Kehrt jetzt dorthin zurück. Ich spüre eine neue Gefahr. Diese Cerebro-Maschine ist echt beeindruckend. Chromasquad kehren zurück. Der Teleporteffekt ist noch nicht bereit. Rennt einfach zum Set. Toll. Wo sind die Monster? Ich will endlich meine Posen ausprobieren. Ich bin zu spät. Wie weit seid ihr mit der Folge? Was ist das? Zu weit. Du bist sowas von spät dran, boxende Box. Sorry. Soll nicht wieder vorkommen. Zurück zum Drehbuch. Ich falte dich zusammen. Seid doch kein Langweiler, Fury. Schergen zu mir! Nice. Schon wieder diese komischen... Zu Diensten, Boss! Passt auf! Besiege den Boss mit einem Schlussmove. Ach, das ist der Boss, okay. Ah, den kann er angreifen, okay. Greif mit deinem Ausrüstenschwert an. Yes! Baby! Skull! Und nochmal. Bitte nicht! Baumwolle. Was ist das? Multischuss. Hüda! Enemy's turn. Squad's turn. Okay. Machen wir das mal eben. Betäubende Pose.
Das wird wehtun. Was war das? Knete? Doppelangriff. Zucker. Was ist das? Hadouken! Heilt 50% Gesundheit eines... Ah, okay. Hm, das ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Enemy's turn. Superschlag! Doppelangriff. Ska. So. Abklingzeit. Ja, wir warten noch. Enemy's turn. So, dann wollen wir doch mal. Teamwork! 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 Und es kann losgehen. Chroma Power! Damit kommt ihr nicht durch. Badfing. Oh, der hat minus. Warte mal. Wer ist das? Blau, ne? Hadouken! Besiege den Boss mit einem Schlussmove. Habe ich nicht hingekriegt? Wie? Ah, ich wurde recycelt. Aber was ist mit dem Ampelmagus? Monster geben nie nach dem ersten Versuch auf. Der kommt schon noch, Wind. Wind, keine Ahnung. Und wenn er zurückkehrt, werden wir ihn aufhalten. Fortsetzung folgt. Gut gemacht, Leute. Diese Folge sollte bei den Fans gut ankommen. Ach, das war die zu. Ah, okay. Jetzt, na. Knete, Baumwolle, Klebeband. At Sentai trifft at Indie. Hashtag Indie. Die neue Serie, Hashtag Chroma Squad, verspricht viel. Neue Staffel, Chroma Squad. Allmählich mag ich diese neuen Helden, Chroma Squad, Christmas Traum. Die neue Chroma Squad Staffel fängt an. Meine Wochenenden sind gerettet. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Du hast so ein Aufbausimulationsspiel mit einem RPG mit drin. Finde ich nicht schlecht. Gut, ich werde mir die Leute nächstes Mal ein wenig genauer angucken. So, liebes Let's Play Universum. Und das war's für heute mit dem Türchen Nummer 20. So. Es sind noch 21, 22, 23, 24, 4 Tage bis Heiligabend. Und das heißt noch 4 schöne Tage, auf die ihr euch freuen könnt. 21, ja, hä? Hab ich schon mal erzählt? Nein, Quatsch. Gut, so, falls euch das Spiel gefallen hat, Chroma Squad, legt es euch selbst zu. Ich kann es nur empfehlen. Also mir macht es Spaß. Ich werde auf jeden Fall eine Let's Play-Reihe davon herstellen, fertigstellen, wie auch immer. Gottes Willen, was habe ich denn heute? Egal, ich bin schon total wuschelig wegen Weihnachten. Ich weiß gar nicht, egal. Ja, gut. Liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gern Daumen nach oben, gern einen Kommentar. Gern auch sagen, egal, mehr davon. Wenn nicht, lasst einfach dabei bleiben oder Daumen nach unten. So wie es leider sein soll, kann, wie auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Tage, einen hoffentlich schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Und nicht vergessen,
I came to play.